Hello, Maine, und herzlich willkommen im Wilden Westen. Wir spawnen mitten im Arsch der Welt und begeben uns Richtung Armadillo, um von dort aus nach Tumbleweed zu reisen. Dort angekommen, treffen wir von anderen Spieler. Er versucht gerade eine Tarotkarte einzusammeln, sein Name triggert mich aber und ich fordere ihn zu einem Faustkampf heraus. Wie ihr wisst, ist es mein traditionelles Begrüßungsritual. Der Kampf führt zu einem hektischen Hin und Her, wir boxen uns immer weiter, bis er die Schnauze voll hat und mir die Visage einschlägt. Ich respektiere Stärke aber und gehe nochmals zu ihm, um mich seiner Dominanz zu unterwerfen. Ich winke ihm sogar respektvoll zu und der Typ rusht einfach an mir vorbei. Auch wenn wir verloren haben, hat er gesehen, wozu dieser Hillbilly fähig ist. Ich habe dann überlegt, ob ich Dominanz zeigen soll, aber ganz ehrlich, ich habe verloren, weswegen ich der Dominanzausführung nicht würdig bin. Stattdessen sehe ich meine Leiche und dominiere mich einfach selbst. Für mich ist die Sache aber noch nicht gegessen und ich beschließe nochmal zu unserem Kollegen zu reiten. Dieser reitet dann weg, ich dominiere seine Existenz, ich folge ihm also, dominiere seine Existenz, bis er mich einfach in seinen Trupp einlädt. Okay, why not, ich trete diesem bei und bin nun Teil der Reap Your Soul Gang. Hui. Wir reiten dann ein wenig durch die Gegend und unser neuer Chef startet eine Kopfgeldjagdmission. Wir reiten also zur Location, kommen dort an und sollen uns verstecken, bis die Zielpersonen ankommen. Ich meine, klar, wir sind auf einem Dach, wo uns jeder sehen kann, aber manchmal ist auffällig einfach unauffällig. Real Talk, wir warten echt lange und ich frage mich, ob er auf mich wartet. Es kribbelt in meinen Fingern und ich fange an, komische Bewegungen zu machen, in der Hoffnung, dass er mich versteht. Das geht eine ganze Weile so, bis er beschließt, die ersten Gegner leise auszuschalten. Ich könnte mich anschließen, dann schreibt mein Kopf aber yeah, man, und ich zeige ihm, wer der Boss in der Hut ist. Unsere Gegner werden gnadenlos zermalmen, die Zielpersonen werden piece by piece gefesselt, zurück zum Wagen gebracht, wir markieren unsere Wiege und begeben uns nun wieder Richtung Tumbleweed. Das Ganze könnte der Beginn einer guten Broship sein, aber gleichzeitig habe ich irgendwie ein mulmiges Gefühl im Bauch. Irgendwas sagt mir, dass wir uns nicht verstehen werden. Jedenfalls werden die Zielpersonen abgeliefert, wir machen 0,24 Gold und ca. $50 und damit sind wir auf jeden Fall zufrieden. Ich sehe schon, wie der Kollege die nächste Mission starten möchte, weswegen ich schnell im Salon saufen gehe, die Scheiße aus jedem Prügel und auf geht es zur nächsten Mission. Ich versuche irgendwie zu helfen, aber leider war bei meiner Ankunft schon alles erledigt, weswegen ich beschlossen habe, einfach das Fort in der Nähe anzugreifen. Ich kann mich nicht damit zufrieden geben, eine Mission zu starten und diese zu beenden, ohne jemanden getötet zu haben, weswegen erstmal das ganze Fort aufgemischt wird. Wir rasieren links, rechts und nochmal links, unsere Kontrahenten verlassen erfolgreich den Ort des Geschehens, zeigen finalen Dominanz gegen eine Gruppe Beta-Mates, beenden die Mission und haben nun keinen Bock mehr auf Kopfgeldjagden. Ich verlasse den Trupp und gebe unseren Kollegen erstmal Saures. Dieser eskaliert dann und der Krieg möge beginnen. Er ist, by the way, die ganze Zeit im Defensivmodus, bedeutet, wir haben beide kein Auto-Aim, weswegen wir anfangen, komisch rumzutanzen. Das geht auch eine ganze Weile so, weil wir beide scheiß Aim haben, bis ich ihn irgendwann wegschrote. Der Kollege wurde gerackt und dominiert, weswegen er den Defensivmodus verlassen hat, um sich quasi zu rächen an mir. Mit der Macht des Deadeye und Anime an seiner Seite hat er das auch geschafft und der Krieg wird fortgeführt. Die Sache an dem Typen ist, dass er wirklich sehr ungeduldig ist, kann man ja auch hier sehen. Ich hingegen bleibe aber ruhig und knall ihm die Rübe weg. Das schaffe ich auch mehrmals, er kriegt mich auch paar Mal, es kommt zu einem Hin und Her. Ich gehe dann später in den Defensivmodus und beschließen ein wenig zu mobben, indem ich um ihn herumtanze. Das Ganze ist mir aber irgendwann zu viel und zufällig ist in der Nähe ein Banditenversteck, weswegen ich mich aufmache, um mal ein wenig von dem Krieg abzukommen. Ich komme auch ziemlich gut klar, habe den Spaß meines Lebens los, der Typ uns nachgefolgt, weil er anscheinend immer noch nicht genug hat. Ich beende erstmal die Mission und versuche ihm klarzumachen, dass von meiner Seite nun alles okay ist, aber er will das einfach nicht hinnehmen. Er schießt immer noch auf mich, ich meine klar, ich habe angefangen, aber irgendwo reicht's auch. Jedenfalls wird er wieder zermatscht und dominiert und er hat einfach immer noch nicht genug. Ich belehre ihn wieder eines Besseren, dominiere seine Existenz und entscheide mich nun dafür, Tumbleweed zu verlassen. Ich schnell reise also nach Annisburg, gehe dort zum Büchsenmacher, lasse meine Waffen reinigen und meine Munition aufstocken, schnell reise dann nach Lagras, um letzten Endes bei Tammys Haus anzukommen. Drin sehe ich diesen Typen, der mich an meine Fitnesszeit erinnert. Man sieht ganz klar die Jahre des Trainings, voll Schweiß und voller Tränen, um an diesen perfekten Körper zu gelangen. Jedenfalls gehe ich zu Tammy, die mir dann eine Pferdediebstahlsmission gibt. Ich gehe dann raus und rate mal, wer wieder da ist. Unser guter Freund ist wieder da, ich habe aber wirklich keinen Bock mehr, ich renne mittlerweile sogar weg, weil das Thema für mich längst gegessen ist und er kriegt mich einfach dabei. Ich wechsle dann die Lobby, weil es mir wirklich reicht, reite zu unserem Camp und starte eine Versorgungsmission für Crips. Ich begebe mich in Richtung des Zuges, bei dem unsere Vorräte sein sollen. Ich komme also an, töte im laufenden Band Leute und... Er ist wieder da, er hat anscheinend echt Langeweile. Ich habe deswegen beschlossen, mit ihm zu verhandeln, damit er mich endlich in Ruhe lässt. Aber der Typ hat es irgendwie geschafft, mir nachzujoinen und ich habe nicht verstanden, wie. Ich meine im Ernst, immer wenn ich verhandelt habe, hat er einfach die Lobby verlassen, ist nachgejoint, natürlich auch neben mir, hat mich gekillt und ich konnte nichts dagegen tun. Natürlich könnte ich mich wehren, aber ich wollte wirklich nicht mehr. Der Typ hat doch wirklich null mit sich reden lassen und hat es sogar irgendwie geschafft, mich im Lager zu töten, ich weiß nicht wie. Ich meine Leute, ich verstehe, dass er wütend ist, im Ernst. Ich habe angefangen, ganz klar, ich habe ihn getötet, obwohl er defensiv war, sehe ich ein. Aber eine Person über Lobbys zu folgen, obwohl das Thema längst gegessen war und die Person sich sogar freundlich zeigt. Ich weiß nicht, ihr könnt mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Bin ich im Recht? Ist er im Recht? Habe ich Unrecht? Geht er zu weit? Seid dabei ruhig ehrlich. Irgendwie hat er mir leid getan. Ich habe wirklich Schuldgefühle bekommen, weil ich ihn anscheinend echt gekränkt habe damit. Aber da ich ihn auch nicht anschreiben konnte, konnte ich mich auch nicht entschuldigen. Jedenfalls ist er irgendwann verschwunden und der Hunger seines inneren Blutes ist nun endgültig gestillt. Es geht also weiter im Kontext. Ich habe eine Schatzkarte, schnell reise nach Annisburg, reite ihn fort zu unserer Schatzlocation, komme dort an, finde den Schatz und mache dafür 0,96 Gold und $113. Das ist eine
gute Finanzspritze und ich beschließe erstmal den gesamten Horizont zu dominieren. Ich reise dann noch ins Camp, beschließe eine Verkaufsmission zu starten, in der Angst, dass dieser Typ wieder auftaucht. Aber Pustekuchen, alles gut, er ist nicht da, die Frauen sind abgeliefert und wieder haben wir ein wenig Kohle gemacht. Nach all der Aufregung gilt es aber erstmal in Valentine einzusaufen. Ich gehe an die Theke und sauf mich erstmal richtig hacke. Nach all dem Hass, den wir verursacht haben, wird es Zeit für ein wenig Liebe. Ich versuche deswegen, diese feine Dame zu betören und sie nennt mich einen süßen Strolch. Sie möchte mir dann einen richtigen Hasen zeigen, ich weiß nicht, was das heißen soll, und schlage ihr ins Gesicht. Sturzbesoffen renne ich dann wie ein echter Mann aus dem Saloon raus, werde von hinten als Feigling bezeichnet und ändere folglich meine Pläne. Wieder einmal hat mich die Mord losgepackt, doch diesmal kommt ein NPC aus dem Nichts und poliert mir die Visage. Genug davon, es wird Zeit, wieder die Lande zu erkunden. Ich reite zu einer bestimmten Location am Little Creek River und treffe auf Papa? Leute, es ist kaum zu fassen, aber Stanley hat seinen leiblichen Vater gefunden. Erkannt an der Frisur und seiner Liebe für die Freiheit, fragt Stanley seinen Vater, wo die Milch ist, die er vor 8 Jahren holen wollte. Stanleys Papa sagt uns dann, dass er uns die Frage beantworten wird, wenn er neue Milch holen gegangen ist, und damit endet dieser Tag. Ja, liebe Leute, ich habe wirklich überlegt, ob ich diesen PvP-Part mit ins Video packen soll, aber ich habe mich am Ende wirklich dafür entschieden, weil der Sinn und Zweck der Sache ist, zu sehen, wohin die Reise von Stanley führt. Und da wir nie etwas in diesem Ausmaß hatten, habe ich gesagt, ja, das wird das nächste Video. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, könnt ihr gerne ein Like und ein Abo da lassen. Und wenn ihr die letzte Folge sowie die Hillbilly Rage Playlist sehen wollt, könnt ihr sehr gerne bis zur Endcard warten. Dort könnt ihr die Videos alle einsehen. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, letzten Mittwoch kam die erste Folge zu Assassin's Creed 4 Black Flag raus. Sehr erfolgreicher Start übrigens. Ich danke euch allen, dass ihr das so hart supportet und das vor allem auch feiert. Auch da wird definitiv viel zukommen. Auch davon könnt ihr gleich das letzte Video in der Endcard sehen. Könnt ihr euch also geben, wenn ihr wollt. Und wenn nicht, dann nicht. Ich sage ciao, arrivederci, amanakoim und bis zum nächsten Mal.